Tibet, das verbotene Königreich. Dach der Welt. Für Jahrhunderte war Tibet geografisch unerreichbar und konnte seine alte buddhistische Kultur bewahren. Kein anderes Land hat die Fantasie der Reisenden so inspiriert wie dieses. Für viele sind es vor allem spirituelle Gründe, die sie bewegen, nach Tibet zu reisen. Ein Pilger zu sein bedeutet, an den heiligen Plätzen, die wir besuchen, zu beten. Nicht nur für dich selbst, sondern für das Wohl aller Wesen. Seit einigen Jahren läuft der westliche Tourismus in Tibet auf Hochtouren. Wir begleiten eine internationale Pilgergruppe. Dieser Platz war immer schon in meinem Inneren, aber jetzt tatsächlich hier sein zu können, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Gegen Abend versammeln sich die Menschen vor den Toren Jokhans. Der Andrang ist groß, denn erst abends dürfen die tibetischen Pilger diesen heiligen Ort kostenlos betreten. Während der Kulturrevolution 1966 nutzten die Chinesen Jokhan als Schweineschlachthaus. 10 Jahre durften die Tibeter ihre heilige Stätte nicht betreten.